Hey meine Freunde, schön, dass ihr wieder angekommen seid auf meinem YouTube-Kanal Imperium Galactic Survival. Habe ich heute wieder mitgebracht. Ja, neues Format, Schiffsbau. Ich habe mal wieder ein paar nette Schiffchen gebaut, die ich natürlich mit euch teilen möchte. Ihr könnt die ganzen Sachen auch im Workshop runterladen. Alles unten in der Beschreibung natürlich. Wenn euch das gefällt, macht ein Abo, Like, kommentiert. Wir legen sofort los. Freue mich, dass wir wieder da sind. Let's go! So, meine Freunde, genug von außen geguckt. Jetzt schauen wir uns das Ding mal von innen an. Ist ja eine Weile her, meine letzte Schiffsvorstellung. Freue mich auch, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, wollen wir mal gucken, ob euch das hier gefällt. Ich habe die Dinger natürlich auch im Workshop. Da muss ich auch noch ein bisschen aufräumen mit den Screenshots und. Aber das werde ich die Tage alles noch irgendwie in Angriff nehmen. Hier ist erstmal jetzt das erste Video Imperium nach langer, langer Zeit auf diesem Kanal. Ja. Wir haben die Scorpio hier in der Vorstellung. Da vorne steht die Terrapen. Schmeiße mal in eine Infobox. Die habe ich auch schon vorgestellt. War eines der letzten Videos, die wir gemacht haben. Und ja, wir haben hier eine Größenklasse 6 Schiff. Also das könnt ihr nicht mit Block Limit irgendwo callen, ne, wenn ihr euch das im Workshop laden wollt. Das braucht dann schon kein Block Limit und am besten ja, Gewicht. Weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Naja, gut. Wir haben einige Schiffe auf jeden Fall in der Vorstellung. Ich habe so mehrere kleine und auch hier noch ein weiteres großes Schiff gebaut. Ich würde sagen, hier, das würde ich so in eine Kategorie kleine Angriffskreuzer reinpacken. Ach, Herrgott, jetzt hier. Immer doof, wenn man die Toolleiste nicht sieht. So. Weil er ist schon relativ schwer bewaffnet, kann aber auch ein bisschen einen anderen Zweck erfüllen. Also ihr könnt damit durchaus auch auf Erkundungen gehen und vielleicht die Laser auch austauschen zu Ressourcen meiner. So, gehen wir einfach mal rein. Also die Hangartür hier lässt sich natürlich auch schließen. Ist natürlich praktisch. Ja. Wenn sie dann zugeht.
Erstmal zweimal gedrückt. So. Natürlich praktisch, wenn euer Bodenfahrzeug, ich sag mal, die gleiche Größe hat und gleich darauf stehen bleiben kann, weil das funktioniert. Dann könnt ihr die Rampe hochfahren und das Ding ist oben drin. Könnt aber auch ein kleines Schiff hier reinstellen. Ne? Also da ist genug Platz, um auch einen kleinen Gleiter. Die großen Schiffe sind ja auf Planetenoberflächen immer ein bisschen langsamer. Ne? Und um alles zu erkunden, ist ein SV deutlich effizienter. Ne, und auch um Ressourcen vielleicht abzubauen auf dem Planeten, wie auch immer oder wie auch immer. Ne? Was immer ihr mitnehmen wollt, ihr könnt sie reinpacken und sonst haben wir noch eine zweite Möglichkeit, dazu kommen wir aber gleich. In dem Bereich gehen wir später. Ihr seht hier schon der Warpantrieb und der Schild steht da unten, T2-Schild verbaut. Wir gucken auch mal eben in die technischen Daten rein. So, hier die Statistik hier, also Freischaltlevel ist 25, Größenklasse ist 6. 0,35 wird hier schon als rot angezeigt, also ist über, ich habe das Blocklimit hier aus in meinem Kreativmodus, auf meinem Server übrigens auch, ne? Also wenn ihr da mal Bock drauf habt, ich habe einen kleinen Lost in Space MGS heißt der, habe ich einen kleinen Server am laufenden Ethereum, da könnt ihr auch frei bauen, was ihr wollt. So geil. So, wir haben eine Masse von 15,0 KT. Und ja, wie ihr seht hier, schwer bewaffnet, Lasergeschütze haben wir 20, Artillerie 2, Raketenwerfer, Pulslaser, Plasma, Lasergeschütztürme und so weiter und so fort. Ne, hab versucht, das Ding auch relativ wendig zu machen. Ist mir auch, glaube ich, ganz gut gelungen. Ja, so. Ach ja, hier zum CPU-Limit gibt es natürlich noch was zu sagen. Das Ding ist Stufe 4, hat auch 4 CPUs verbaut. Also kann auch mit CPU-Begrenzung geflogen werden. Ne? Und sicherlich ist auch genug Platz für Umbauten da, für zum Beispiel Reforge Eden oder. Müsst ihr halt auf ein bisschen Hangar verzichten, da könnt ihr dann eure ganzen Schildregeneratoren und was ihr auch immer da braucht einbauen. Wir haben auf jeden Fall noch genug Platz in dem Schiff, was noch nicht verbaut ist. Ne? So, ich würde jetzt einfach mal hier links mit euch anfangen. Mit der kleinen Innenraumführung hier haben wir direkt, weil hier der Ort ist, wo man auch immer ankommt, ne? Also ob man zu Fuß unterwegs ist oder aus dem All kommt, hier unten kommt man immer irgendwie an. Und deswegen stehen hier auch direkt Sauerstoff und medizinische Versorgung. Ja, wir haben hier einen der Hauptfahrstühle, die uns nach oben bringen, davon haben wir zwei. Die andere Seite ist eigentlich genau identisch gebaut. Hier könnt ihr noch irgendwelche Versorgungen oder Frachtkisten unterbringen oder was auch immer. Wenn ihr mit dem Ding Minern geht, könnt ihr bestimmt noch ein paar Frachtkisten vertragen. Also Platz ist auf jeden Fall noch gegeben. So, wir gehen weiter. Hier kommt der erste Kommandostand und Munitionsversorgung. Auch nochmal extra abgepanzert hier zum Außenbereich. Also das Ding ist in der Außenhülle auf jeden Fall gepanzerter Stahl und innen drin habe ich halt, wie ihr hier seht, zum Beispiel habe ich noch was weggelassen, auch nichts texturiert und nichts, komme ich gleich zu. Und innen drin habe ich das teilweise aus normalem Stahl und Kunststoff ausgebaut, ne, den Innenraum. So, was haben wir hier? Biolabor. Ja, hier sollen mal Pflanzentöpfe stehen und hier soll dann auch mal Nahrung wachsen. Das wird nicht viel sein, ne, aber es reicht, um sich kontinuierlich ernähren zu können. Je nach Pflanze, wenn ihr Pflanzen nimmt, die ein bisschen schneller wachsen, habt ihr zwar weniger Ertrag, aber ihr könnt da auf jeden Fall ein bisschen was zu essen hier oder Pflanzenfaser, um euch Bandagen zu bauen und kann man alles hier machen. Hier habe ich ja noch leere Points für Frachtkisten oder halt auch direkt zum Zubereiten der Nahrung könnt ihr hier alles hinstellen, Kühlschrank etc. zum Lagern und. Wir gehen aber direkt weiter, wir ignorieren den dritten Fahrstuhl, der auch nach oben führt und auch nach unten noch. Kommen wir aber später zu. So. Hier ist der zweite Kommandostand. Ja, wie ihr seht, sind wir auf der anderen Seite vom Hangar und ich sage immer ersten Maschinenraum. So, da geht es jetzt hin. Hier haben wir ein Schild T2 verbaut und den Warp-Antrieb. Das so schlau war, das beides so nah beieinander zu verbauen, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall auch so ein paar Videos schon von mir hochgeladen hier, wo ich auch kämpfe mit der Fortress zum Beispiel. Und da sind mir einige Fehler, die ich beim Selbstbau gemacht habe, aufgefallen. Die ich glaube ich hier und auch schon in der letzten Version der Fortress, glaube ich, maximal ausgemerzt habe. Also
Mal schauen, vielleicht gibt es in Zukunft auch nochmal ein Video. Was auf jeden Fall geplant ist, eine Raumstation. Da werde ich auf jeden Fall noch Videos machen, wo wir dann auch zusammenbauen. Ja, und das werde ich aber auch im Kreativmodus machen und dann das ganze Ding auch auf den Server transferieren. Und ja, wenn ihr euch das mal live angucken wollt, also meine aktuellen Schiffe, die werdet ihr da irgendwo finden. Ne? Und ja, die parken da alle irgendwo im Space an so einem Raumdock und warten darauf, benutzt zu werden. So, ach so, ja, genau. Wir sind hier vorne im, ja, ich sag mal im Social-Bereich. Ne? Hier stehen ein paar Betten. Wenn ihr im Singleplayer spielt, braucht ihr die ja, um vielleicht mal die Nacht zu überspringen oder um die Fitness wieder aufzubauen. Eine Dusche für Verstrahlung und sonstige Krankheiten. Hier haben wir noch eine Frachtkiste und so weiter. Und dann hier auch die Nahrungszubereitung. Zwei Kühlschränke stehen parat und zwei kräftige Maschinen für Nahrung. Und ja, ihr könnt natürlich auch das Ganze umbauen und nach oben setzen in den Raum, wo auch euer Essen dann zubereitet wird. Hier haben wir jetzt den Fahrstuhl, wo wir auch gerade durch den Raum gegangen sind. Hier durch den Pflanzenraum. Da fahren wir jetzt einfach mal hoch. So, dann kommen wir nämlich auf eine Zwischenetage. Brücke ist noch ein höher. Und zwar befindet sich hier, ja, ich sag mal, das Herz des Schiffes und auch mein, ja, Hauptraum, wenn der Kampf mal echt kritisch wird. Hier habe ich mir ein, ja, abgesondertes Cockpit gebaut. Hier ist also quasi nochmal die zweite Brücke im Schiff und auch der Kern, der hier drin steckt. Alles nochmal gesondert abgepanzert auch. Ne? Wunderbar. Crafting-Maschinen, Lagerplatzmöglichkeiten. Hier hinten der nächste Maschinenraum, wo die Generatoren ruhen. Ja, da kann man auch reingehen und kann hier den Tank für Pentazid ist da hinten drin. Kann man dann nachfüllen. Macht man aber eigentlich übers Menü. Aber dort findet ihr den. Ja, hier auch wie auf allen Stationen Sauerstoffversorgung und auch medizinische Versorgung. Ihr habt gesehen, ich habe unten im Eingang schon Kisten stehen hier, wo ihr auch eure Schränke, also eure Anzüge tauschen könnt und Equipment umbauen könnt und so weiter und so fort. Auch Reparatureinheiten für Anzüge und Waffen. Alles am Start. Hier, das Ding sorgt dafür, dass wir hier normal laufen können, unser Schwerkraftgenerator. So, wir gehen mal kurz hier in den Raum in der Mitte. Um es auch nochmal von Namen zu zeigen. Ja, hier ist der Kommandostand quasi. Ja, ist alles ganz nett geworden, muss ich sagen. Also die Schiffe werden immer besser, muss ich sagen. Habe auch immer mehr kreative Ideen und wenn ihr da meinen Kanal ein bisschen verfolgt habt und ihr die Schiffe mal von Anfang an anschaut, dann seht ihr da deutlich eine Veränderung. Ja, hier haben wir auch nochmal einen Zugang geschaffen. Muss man nicht, aber ich wollte es alles mal sichtbar darstellen hier. So, hier sind wir wieder im Raum vorne. Die zwei Fahrstühle, die wir gerade unten gesehen haben, die sind hier links und rechts. Damit kommen wir dann hier auch in diese Hauptebene und von hier erst ist der Fahrstuhl zur Brücke. Das wollte ich nicht, mich direkt in den Sitz setzen. So. Ja, es ist ein relativ kleiner Kommandostand. Wir fahren mal die Waffen ein. Und dann hat man hier auch schöne freie Sicht, weil die Waffen sind zum Teil alle einfahrbar. Und ja, alles in allem wieder mal ein geiles Schiff geworden. Und ich freue mich auch auf den nächsten Kampf. Werde ich auf jeden Fall auf Video festhalten. Ich werde natürlich vorher ein bisschen üben. Aber das wird auf jeden Fall ein Event. So, was haben wir denn hier? Ja, Reparaturstation. Wir haben ja noch eine Außensektion. Da kommen wir auch noch gleich zu. Da müssen wir auch noch hin. Und dafür ist dieser Terminal. Damit könnt ihr kleine Schiffe, die man hinten quasi andocken kann, vielleicht auch größere Schiffe, wenn ihr es schafft, mit eurem Kufen irgendwie auf diesem Block zu connecten. Dann kann man da vielleicht auch ein Schiff vom Kollegen oder wie auch immer kurz reparieren. Ja? Kann man von hier oben aus dann verwalten. Ja, warum eine zweite Brücke? Ja, meine Hauptbrücke hier oben, die ist ziemlich dünnhäutig.
Um den, ja, oh, hier habe ich doch gerade noch einen Point nicht lackiert. Aber kümmere ich mich später drum. Und deswegen haben eigentlich alle meine Schiffe einen zweiten Kommandostand. Ja, damit, wenn man das hier weggeblasen, wenn das hier weggeblasen wird, irgendwie die Möglichkeit hat, das Schiff vielleicht im Notfall auch wieder wegzusteuern. So, hier haben wir nochmal eine Zwischenstation. Hier ist ein Balkon, da könnt ihr auch nach unten gucken. Da ist die medizinische Station und auch Lagerkisten für medizinische Güter und so weiter und so fort. Hier könnt ihr dann schwere Verletzungen oder auch schwere Brüche oder irgendwas. Alles kann hier geheilt werden. Ich könnte hier mit dem Schiff, Moment, da muss ich selber gucken, jetzt nochmal. So viele Schiffen verliert man schon mal den Überblick. Statistik. Wir schauen mal eben da rein, ob wir das hier irgendwo sehen. So kann man. Nein, hier sehen wir es nicht. Dann müssen wir einmal hier reinschauen. Ausrüstung. Also ihr seht hier, Drahtlosverbindungen ohne Ende sind hier verbaut. 4 Stück, also zu jeder Ecke irgendwie von dem Schiff, damit die maximale Reichweite ausgelotet ist. Habe ich denn jetzt hier die Sitze? Da. Also ihr könnt hier richtig viele Leute mitnehmen. 16 Leute passen hier auf das Ding. Also 16 Passagiersitze müssen da sein, damit man fliegen kann. Also wenn ihr natürlich Energie sparen wollt und so, können hier ganz viele Komponenten noch abgeschaltet werden. Ne? Hier laufen jetzt zum Beispiel die Crafting Machines und. Das kann alles noch hier natürlich abgeschaltet werden. Damit man hier nicht ganz so viel Sprit durchjagt. In Reforged Eden könnte man auch noch Solarzellen aufbringen. Weiß nicht, ob der Platz dafür da ist. Ach, die ist schon aus. Aber könnte man machen. Ja, alles in allem war es das erstmal hier oben. Wir gehen nochmal in den Außenbereich. So, wir sind unten nochmal im Hangar. Das wird mir alles zu lang hier, das Video. Deswegen habe ich hier nochmal einen kleinen Schnitt reingehauen. Hier ist noch eine kleine Zwischenetage. Ja, hier war noch Platz, deswegen habe ich das einfach mal hier so hingesetzt. Kann man natürlich auch Frachtkisten hinsetzen oder sonst irgendwas, ne, was man halt so noch braucht. So, hier sind wir jetzt auf so einem kleinen Außenbalkon. Ist man in den Außenaufnahmen auch irgendwie gar nicht so, kommt kaum zur Geltung, sieht man irgendwie gar nicht richtig. Hier haben wir auch schon ein Geschütz und hier ist dann diese kleine Dockingstation, wo kleine SVs oder wie auch immer irgendwas repariert werden kann. Ne? Terrapin passt hier super drauf. Ja? Könnt ihr auch im Workshop finden. Das Ding ist sogar schon, ist auf jeden Fall schon länger im Workshop. Und ja, wenn ihr Bock darauf habt, hat mich gefreut, euch mal wieder was zu zeigen hier. So, Kinders, das erstmal von mir und Empyrium wieder. Ich hoffe, das Schiff gefällt euch und ja, schaut doch einfach mal vorbei auf meinem Server. Macht ein Abo, liked und kommentiert natürlich die ganze Geschichte, wenn euch das Schiff hier gefällt oder was euch nicht gefällt. Kritik ist immer gut, ne? Kann man, nur dann kann man was verändern. Und ja, dann seid beim nächsten Mal einfach wieder mit dabei. Wann das nächste Mal sein wird, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich werden es so 1 bis 2 Videos im Monat. Dieses Schiffe bauen dauert ja auch immer einen Moment, aber im Moment bin ich sehr kreativ und ziehe da voll durch. Und ich freue mich drauf, euch da schon in nächster Zeit wieder was Neues vorstellen zu können. Bis bald, Leute, seid wieder dabei. Ciao!